des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern den Sonntag Laetare. Das bedeutet, freue dich. Es ist der vierte Sonntag der Passionszeit, das Kleinosterfest. Die Mitte der Passionszeit ist überschritten, Ostern schimmert schon etwas durch. In der katholischen Kirche wechselt deshalb an diesem Sonntag die liturgische Farbe vom Violett auf Rosa. Der Sonntag Laetare trägt den Beinamen Brotsonntag. Dieser Name wird vom Evangelium abgeleitet, das morgen von der wundersamen Brotvermehrung spricht. Wir stellen das Wort Brot deshalb in den Fokus unserer Musikandacht. Ganz herzlich danke ich Frau Veronika Bohnefeld. Sie hat Texte herausgesucht und die Konzeption erarbeitet. Sie trägt uns auch die Texte selbst vor. Ute Springer singt Strophen, in deren Zentrum das Brot steht. Wir wünschen Ihnen und uns in dieser Andacht Erkenntnis und Dankbarkeit. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist. Im Volksglauben vieler Kulturen hat das Brot eine hohe symbolische und spirituelle Bedeutung. Es gilt zumeist als die heilige Speise, als ein Symbol für das Leben und die Lebenskraft. Brot wurde vor dem Anschnitt gesegnet und dem ersten Brot, das in den Backofen kam, wurde ein Kreuz aufgedrückt. Das erste aus neuem Mehl gebackene Brot war ein Glücksbrot und sollte, lange aufbewahrt, vor Hunger schützen und es wurde den Armen gebracht. Gemäß der Bedeutung des Brotes für das Leben und Überleben der Menschheit hat Brot auch seinen festen Platz in der Sprache gefunden. Dies ist bei Redewendungen wie in Lohn und Brot stehen, sein Brot verdienen oder brotlose Kunst sehr augenfällig, bei vielen Worten jedoch nicht. So ist der Kumpan jemand, mit dem ich mein Brot teile. Das Wort stammt aus dem Lateinischen cum pane, mit Brot. Der Weizen kam zu Gott und sagte: Herr der Welt, wenn du mich für die Menschen gemacht hast, warum hast du mich dann nicht so gemacht, dass sie mich einfach so essen können, wie ich bin? So müssen sie mich erst dreschen, mahlen,
das Mehl zu Teig verarbeiten und anschließend noch backen. Findest du nicht, dass dies sehr umständlich ist? Gott antwortete: Es ist für dich und für die Menschen gut, dass ich euch so gemacht habe, wie ihr seid. Sprechen wir zuerst von dir. Du kannst so nicht prahlen. Ich alleine halte die Menschen am Leben und gebe ihnen Kraft. Die Menschen können kein Stück Brot essen, wenn sie es nicht vorher zubereiten. Und dazu brauchen sie Wasser, Feuer und ihre eigenen Hände. Es kommt also nicht nur alleine auf dich an, und du kannst nicht hingehen und stolz verkünden, ohne mich geht überhaupt nichts. Und jetzt zu den Menschen. Es wäre nicht gut für sie, wenn sie am Morgen aufstünden und das Essen fix und fertig vorfänden. Stattdessen müssen sie zuerst arbeiten. Säen, pflanzen, ernten, dreschen, mahlen, Teig machen und backen. Erst dann können sie Brot essen, so wie geschrieben steht, damit er Brot gewinnt von der Erde, welches das Herz der Menschen erfreut. Aus Psalm 104. Wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Der Theologe und Schriftsteller Christoph Schmid wanderte einmal durch die Felder, auf denen das Getreide reifte. Da begegnete er einem Bauern, der in der glühenden Sonne ohne Hut ging. Auf die Empfehlung des Gottesmannes, den Hut doch aufzusetzen, entgegnete der Bauer: Wenn ich durch meine reifenden Felder gehe, setze ich den Hut nicht auf, weil man Ehrfurcht haben muss vor dem geheimnisvollen Walten und Wirken Gottes, das sich da still vollzieht. Die Brotrede Jesu. Johannes überliefert uns die sogenannte Brotrede Jesu in der Synagoge von Kapernaum. Jesus spricht dort zu den Menschen, die am Vortag die wunderbare Brotvermehrung erlebt hatten und ihn nun zum König machen wollen. Stattdessen aber lädt Jesus sie ein, sich um die Speise zu bemühen, die nicht verdirbt, sondern für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Und weiter lesen wir: Jesus sagte zu ihnen: Amen. Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird in Ewigkeit leben. Christus, das lebendige Brot, nach Thomas von Aquin. Da er geboren wurde, ward er der Gefährte unseres Lebens. Da er das Abendmahl hielt, gab er sich uns zur Speise. Da er am Kreuze starb, gab er sich für uns hin. Da er im Himmel herrscht, gibt er sich uns als unser ewiges Glück. Ich bin das Brot. Lade euch ein, so soll es sein, so soll es sein.
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Dietrich Bonhoeffer legte dieses Gedicht dem Brief an seinen Freund Eberhard Bethge vom 8. Juli 1944 bei.
Das Brot der Hoffnung. Ein Professor der Medizin stirbt und seine drei Söhne lösen seinen Haushalt auf. Die Mutter war schon lange vorher gestorben und der Vater hatte mit einer langjährigen Haushälterin alleine gelebt. Im Arbeitszimmer des Vaters fanden die Söhne neben vielen wertvollen Dingen in einem Schrank ein steinhartes, vertrocknetes halbes Brot. Die Haushälterin wusste, was es damit auf sich hatte. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit der Professor etwas zu essen hatte. Der aber dachte an die viel jüngere Tochter eines Nachbarn und ließ dem Mädchen das Brot schicken. Die Nachbarsfamilie aber mochte das wertvolle Brot nicht für sich behalten und gab es weiter an eine arme alte Witwe, die oben im Haus in einer kleinen Dachkammer hauste. Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu essen hatte für die Kinder. Die Mutter dachte, als sie das Brot bekam, an den Medizinprofessor, der todkrank lag. Sie sagte sich, dass er ihrem Jungen einmal das Leben gerettet und kein Geld dafür genommen hatte. Nun hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken, und ließ das Brot zum Professor bringen. »Wir haben das Brot sofort wiedererkannt«, sagte die Haushälterin. Unter dem Brot klebte immer noch das kleine Papierstückchen. Als der Professor sein Brot wieder in der Hand hielt, sagte er, »Solange noch Menschen unter uns leben, die so handeln, braucht uns, um unsere Zukunft nicht bange zu sein. Dies Brot hat viele satt gemacht, obwohl keiner davon gegessen hat. Dies Brot ist heilig. Es gehört Gott.« So legte er es in den Schrank. Er wollte es immer wieder ansehen, wenn er einmal nicht weiter wusste und die Hoffnung verlor. Es war das Brot der Hoffnung. Das tägliche Brot von Gerhard Terstegen. Denk nicht an künftige Geschäfte. Wenn's da ist, gibt Gott Licht und Kräfte. Im Vorrat hast du's ja nicht Not. Was willst du mehr als täglich Brot? Gott, wir alle hungern nach Leben. Wir sehnen uns nach Glück, nach Frieden, nach der Fülle des Lebens. Andere sehnen sich nach Brot, nach Wasser oder nach Liebe. Wir bitten dich, lass uns trotz unseres Hungers nach Leben auch an andere denken. Gibt am liebsten große Gaben, ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. Gott, wir alle hungern nach dem ewigen Leben. Wir erhoffen uns von Technik und Reichtum ein besseres Leben. Wir bitten dich, lass uns den wahren Reichtum im Leben entdecken. Stille unseren Hunger nach Leben mit deinem Wort. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben, ach, dass wir Armen nur so
Gott, auch unsere Schöpfung hungert nach Leben. Tiere, Pflanzen, ja die Welt, die uns trägt und ernährt, hungert nach Leben. Wir bitten dich, schenk uns die Gabe, Rücksicht zu nehmen, damit wir nicht nur an uns denken. Lass uns den Verzicht und das Teilen wagen, damit die ganze Schöpfung ihren Hunger nach Leben stillen kann. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Brot von Antoine de Saint-Exupéry. Wir haben im Brot ein Werkzeug menschlicher Gemeinschaft kennengelernt. Wegen des Brotes, das gemeinsam geteilt wird. Wir haben im Brot das Bild der Größe der Arbeit kennengelernt, wegen des Brotes, das im Schweiße des Angesichts verdient wird. Wir haben das Brot, den wesentlichen Träger der Barmherzigkeit, kennengelernt, wegen des Brotes, das in der Stunde des Elends ausgeteilt wird. Der Geschmack des geteilten Brotes hat nicht seinesgleichen. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lieder klingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe.
Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Es segne uns der Vater, der uns unser täglich Brot gibt. Es segne uns der Sohn, der uns gelehrt hat, um Brot zu bitten. Es segne uns der Heilige Geist, der unsere Seele nährt. Amen.